So, herzlich willkommen. Jetzt habe ich eine komplett neue leere Welt erstellt und wir werden jetzt einmal hier das ultimative Lager aufbauen. So, zuvor werden wir uns aber noch hier die Mobs ausschalten. So, okay, die Tiere können wir lassen. Entschuldigung. Und dann wollen wir mal starten. Ich werde das hier in mehrere Folgen aufteilen, damit wir dann hier auch Stück für Stück das alles aufbauen können. So, wie fangen wir an? Wir fangen natürlich unten an mit dem modifizierten IMS und dann kann ich euch auch gleich zeigen, wie das hier funktioniert. So, dafür nehmen wir uns jetzt mal ein paar Blöcke. Was nehmen wir uns da? Können jetzt einfach mal hier Granit nehmen und verkehrt ist es auch nicht, vielleicht ein bisschen Glowstone zu nehmen, da wir ja sehr vieles ausleuchten sollten. Das ist eigentlich immer recht wichtig wegen dem Lichtupdate, denn jedes Lichtupdate verbraucht Rechenleistung, weil der Computer das ja alles neu berechnet. So, das nehmen wir noch und das und ein bisschen Redstone. Dann brauchen wir noch ein paar Schienen. So, und dann brauchen wir natürlich noch Trichter. So, fangen wir einmal an. So, wir fangen am besten an, den Filter zu bauen. Itemfilter kennt ihr. Den generieren wir in dieser Form. Kommt hier noch ein Block drauf. Hier. Und dann kommt hier ein Verstärker, kommt hier noch Redstone und jetzt bauen wir auch schon, das zeige ich gleich, bauen wir gleich so die Umschaltung für die Weiche ist das hier nämlich. So. Den Filter müssen wir hier so ranbauen. Dann gehen wir mal hier hin. Eins hier rüber. Hier werden die Items zurückgeschleust. Die kann man dann später sich ins Lager oder auch wieder dem Minecart zuführen. Ich gehe lieber bei und führe das später dem Lager zu, da ich ja nicht weiß, zu welchem Zeitpunkt vielleicht das Minecart rauskommt und dass da kein falsches Item drin ist. Also lasse ich die Items, die hier rausgefiltert werden für die Weichenumstellung, lasse ich mir dann lieber hier zurückliefern. So, dann kommt hier noch ein Block und hier noch ein Block. Hier bauen wir auch schon mal einen Block. So, dann kommt hier eine Power Trail hin. Das mache ich weg. Hier baue ich Glowstone hin. Und dann kommt hier kommen noch der normale Blöcke. Hier noch Power Trail hin und dann haben wir hier die Weiche. Jetzt müssen wir mal gucken. Aha, das heißt, unser System läuft in diese Richtung und demnach muss ich das jetzt etwas umkonstruieren. So, das hätte ich vorher überprüfen sollen. Das heißt, das hier bauen wir jetzt aber weg. Das ist kein Problem. Wir bauen es einfach auf die andere Seite, wobei ich das hier hätte ich lassen können. So, es ändert eigentlich nichts. Nur dass wir in die andere Richtung konstruieren müssen. So. Kommt hier die Power Trail hier und dann kommt die Weiche, weil das System läuft von hier in diese Richtung durch. So, wenn ihr euch das IMS von The Joecraft angeguckt habt, dann werdet ihr auch wissen, wovon ich rede. So, nun bauen wir noch hier die Umschaltung für die Weiche hin. Hier kommt noch ein Redstone. Und jetzt kommt meine Modifikation, dass wir das auch richtig befüllen können. Dafür brauchen wir jetzt erst nochmal eine Aktivierungsschiene. Die müssen wir einmal hier hin und hier hinsetzen. Dann kommt das wieder weg. Und dann kommt hier ein Block. Dann kommt hier die Redstone-Fackel hin. So,
Und wir können auch hier schon mal eine setzen. Und dann brauchen wir das Zauntor. Mit Shift gedrückt halten, einfach hier hin. Und wir sehen, das Zauntor ist im Moment geöffnet. Aber noch kein Problem. So, dann bauen wir hier einen Block. Hier. So, und dann nutzen wir die Subtraktionsfunktion des Komparators. Und zwar, indem wir hier einen aktivierten Komparator hinmachen. Und damit bestimmen wir quasi die Füllmenge. Würde ich jetzt die Fackel hier hinsetzen, dann würde die Kiste erstmal komplett volllaufen. Das kann ich euch am besten auch mal einmal zeigen. Dafür baue ich das hier einmal fertig. So, hier kommt noch ein Granitblock hin. Hier und hier. Und jetzt müssen wir aufpassen, Moment, dass wir das hier richtig machen. Und hier den Block brauchen wir auch noch. Und an diese Stelle hier kommt kein Block, sondern eine Stufe. Das ist wichtig für diese Bauweise, da sonst die Signale, das Signal, was hier rausgeht, hier drüber läuft und dann wieder in den nächsten Reihen. Und das möchten wir ja nicht. So, jetzt muss ich einmal gucken. Das kommt von hier, das läuft hier rein. Und ich habe natürlich jetzt hier das verkehrt herum aufgebaut einmal. Wir müssen natürlich für unseren Filter jetzt erstmal auf diese Seite. So. Hier der Block, den setze ich übrigens auch hier erhöht, weil wenn wir jetzt hier den Block haben, das hier hinsetzen, nehmen wir hier einmal die Fackel weg und setzen mal einen Minecart drauf. So. Dann sehen wir nämlich Folgendes. Das befülle ich auch einfach mal hier mit irgendwas, damit ihr das einmal richtig seht. So, ihr seht jetzt, schickt er uns schon ein Signal raus. Ja, und das, der berechnet das jetzt quasi verkehrt. Ich muss das hier gerade noch ergänzen. So. So, und wir sehen, jetzt ist das Signal schon zu schwach. Ich muss hier mal ein bisschen was rausnehmen. So, und der würde uns jetzt schon hier das Signal am Ende zu einem falschen Zeitpunkt freischalten. Jetzt im Moment ist es quasi blockiert. Wir sehen, hier ist die Strecke an. Und wenn ich das jetzt hier langsam befülle, vielleicht seht ihr das, kann es hier alles weiter befüllen und es kommt einfach kein Signal durch. Die Truhe ist jetzt schon fast voll gewesen. Ja, bevor hier überhaupt was durchgeschaltet hat. So, scheint auch so jetzt zu funktionieren. Also könnt ihr das theoretisch auch so bauen. Ja, er schaltet so frei, dass hier auf alle Fälle noch ein paar Slots frei sind. Ich nehme noch einmal diesen hier weg. Jetzt so geschaltet. Jawohl, okay. Wunderbar. So, das heißt, ihr könnt das auch auf diese Art und Weise bauen. Dann ist es vielleicht ein bisschen einfacher. So, dann wird das hier jetzt gesperrt. Erst nochmal, das gucken wir uns gleich alles an, wenn wir hier soweit sind. Den Filter können wir auch schon mal einrichten. Dafür könnt ihr entweder hier das so machen oder ihr benutzt für die ersten letzten vier Blöcke ein Item, was ihr entsprechend umbenennt in Filter oder sonst irgendwie, damit das nicht einfach durchschaltet oder euch der Filter durchrauscht. Und dass das Item dann auch dort gesichert ist. So, so sieht dann jetzt die Befüllung aus. Jetzt fehlt uns, beziehungsweise noch die Einfüllung fehlt uns jetzt ja noch. Die bauen wir hier ran. Das heißt, an diese Fackel kommt der Trichter in diese Richtung, dass die Öffnung hier in Richtung Fackel zeigt. Dann kommt hier ein Trichter drauf. Und dann kommt noch einmal hier der Trichter hier rüber.
Weil jetzt müssen wir das ganze System noch ergänzen. Hier oben kommt jetzt noch 3 Blöcke. Das ist unser Delay für die anderen Minecarts. Also wenn noch mehrere Minecarts aktiv sind, dann bauen wir hier noch einen Block hin. Es tut mir leid, ich muss ja andersrum denken. Wir müssen hier über diese Strecke. Da kommt das hier hin. So, dann geht es einmal in die Richtung und dann in die Richtung. Und dann kommt der Block auch von hier ran. Und dann folgendermaßen. Der Verstärker, der hier das bepowert, der bleibt auf 1. Dann kommt hier noch ein Verstärker drauf, den stellen wir auf 3, sollte reichen. Der kommt hier hin. Dieser Verstärker bepowert nämlich nicht diese Strecke. Ja, das heißt, der hier, der 4er Delay, bepowert hier oben das und der geht dann auf den nächsten. Das werde ich am besten einmal zeigen, indem wir schon mal das nächste aufbauen. Wir können jetzt direkt hier ran die ganze Geschichte weiter aufbauen. So, das heißt, hier kommt der nächste Filter. Wir sehen, es wird gerade Nacht. Das werden wir einmal kurz ändern. So, das heißt, wir bauen jetzt hier nochmal die gleiche Geschichte nochmal auf, damit wir das auch gleich in voller Aktion sehen. Hier das noch. Hier kommt unsere Weiche hin. So, dann haben wir hier einmal den Trichter zum Filtern. So. Strecke geht in diese Richtung. Haben wir das. Hier kommt jetzt Glowstone drauf. Und da kommt hier das gleiche. Das ist auch kein Problem, dass die hier sich gegenseitig beeinflussen. Das macht dem System gar nichts, da wir hier eine Stufe gebaut haben und ausschlaggebend dieses Gewicht von dieser Waage ist. Dadurch funktioniert das dann auch alles. So, dann kommt hier noch das Redstone. Hier die Power Trail. Hier die Power Trail, dann haben wir hier. Wollte ich noch weiterbauen hier. Weiche. Die 2. Der Block kommt wieder weg. Hier die Fackel. Baue ich auch schon die Trichter hin. So. Den Delay schließen wir auch gleich noch an. Da kommt vorne noch eine Aktivierungsschiene hin. So. Hier drauf. So, die Fackel kommt hier hin. Kommen jetzt die Strecken. Wir sehen, das ist jetzt gerade an. Das ist aber nicht schlimm. Verstärker Stufe 1 und Verstärker Stufe 4. Werde ich hier noch schnell den Delay anschließen. Dass dieser Trichter dann kurzzeitig gesperrt ist, Entschuldigung, Stufe 3 reicht, dass der Trichter kurz gesperrt ist, wenn hier dieses Eingangssignal kommt, ist nicht weiter tragisch. Der füllt sich dann ganz einfach wieder im nächsten System auf. Falls euch das stören sollte, könnt ihr hier auch nochmal Verstärker hintersetzen, um sicherzugehen, dass das auch alles richtig befüllt wird. So, nun werden wir das hier nochmal ein bisschen verlängern. Hier nochmal eine Fackel uns hinsetzen, damit die Schienen hier auch bepowert sind. So,
bauen wir hier mal kurz das Eingangssignal hin. Das könnt ihr dann hier auch zum Beispiel mit dem Verstärker euch noch rausführen, wenn euch das lieber ist. So. Führe ich das hier hoch. Das heißt, wenn jetzt ein Minecart hier drauf fährt, sehen wir, hier wird die Strecke eingeschaltet. Wenn es dann drüber gefahren ist, die wird freigeschaltet und die braucht noch ein bisschen länger. So, das hier müssen wir hier noch kurz fertig bauen. Das heißt, hier kommt noch die Stufe, das Zauntor brauchen wir noch. Oh, hier kommt nochmal alle Blöcke. Und hier noch das Zauntor. Entschuldigung. Und wie demonstriere ich das jetzt am besten? Wir werden das System hier einmal mit Dings füllen und das vielleicht mit Komparatoren. Und dann können wir hier mal ein Minecart losschicken. Mit einem Redstone. Im Idealfall hat er ja noch ein Dings. Wir sehen, er fährt drüber, sortiert sich ein. Und dann werden wir das gleich nochmal mit einem Komparator machen. Oder Verstärker. Was habe ich jetzt gebaut? Sehen wir jetzt. Ach, ich habe den Filter noch nicht eingerichtet. Den hat er hier jetzt abgegeben. Es sind Verstärker, okay. Das heißt, einmal hier Verstärker und noch ein paar mehr. Und die laufen dann hier hin. Oder wenn ihr wollt, auch in die andere Richtung. Das müsst ihr gucken, wo ihr dann sagt, ich will das Item wieder zurück ins System haben. So, das heißt, wir schicken das Minecart hier jetzt nochmal los. Mit einem Verstärker. Und jetzt füllt er sich auch. Wie weit bist du? Du hast jetzt hier. Dann wird er mal kurz helfen. Jetzt auch noch einmal kurz so weit befüllen, dass ihr ungefähr gleich seid. Du hast schon ein bisschen mehr. Drei Slots leer. Ah, ich wollte euch eigentlich zeigen, wie das mit dem Delay funktioniert. Werde ich mal noch ein anderes Minecart nehmen, was sich ein bisschen schneller befüllt. Und zwar eine Trichterlore. Dort haben wir nur weniger Plätze befüllt werden müssen. Funktioniert aber letztendlich genauso. Werden wir mal sehen. Aha, die scheint sich jetzt komplett zu befüllen. Also müssen wir hier doch den Block hinsetzen. Diese Art. Und auf diese Art. Dann funktioniert es nämlich auch garantiert. Hatte schon seinen Grund, warum ich das so gebaut habe. So. Nun wollen wir einmal gucken, ob ich das hier jetzt mal hinkriege, damit wir auch den Delay beobachten können. Beziehungsweise mache ich einen kurzen Schnitt hier und zeige euch, wie das System funktioniert. Ich habe es in einer anderen Welt schon mal aufgebaut und da kann ich euch das kurz zeigen. Bis gleich. So, willkommen. Und ihr seht hier jetzt, die Welt ist noch ein bisschen am Laden, die Chunks laden noch, deswegen ruckelt es noch. So, ihr seht jetzt, hier habe ich das System einmal ein bisschen größer aufgebaut mit mehreren unterschiedlichen Items. Die laufen hier einfach einmal im Kreis, immer die Minecarts, geben hier über diese Trichterstraße ein paar Items ab. Das ist nur zum Testen gewesen. Aber ihr seht, die überall, wo die Lampe leuchtet,
Beziehungsweise eins daneben ist dann immer gesperrt. So, wir sehen jetzt, die Minecarts kommen rein und erst wenn es vorbeigefahren ist, hier habe ich eine Einstellung von 3 und wir sehen, das reicht in der Regel auch, werden erst die nächsten Minecarts freigegeben. Das war befüllt und erst als die Lampe sich ausgeschaltet hat, die Lampe, die davor war, hat es sich erst freigegeben. So, wir können das mal ein bisschen beobachten und wir sehen, die sortieren sich. Das sind unterschiedliche Items, die Minecarts fahren auf ihre Position, befüllen sich wieder. Und erst wenn das eine vorbeigefahren ist, dann startet das nächste. Sehen? Und dadurch kommt es nie zu einem Crash. Ja. Kann sein, dass mal 2 Minecarts gleichzeitig starten, aber die haben ja dann schon einen entsprechenden Abstand. Die werden also nicht crashen. So, und das ist genau das System, was ich hier aufgebaut habe mit dem 1er und dem 3er Delay. Und dadurch kommt es zu keinerlei Crash. Das ist halt das Schöne an diesem System. So, okay, dann gehen wir jetzt wieder zurück in die andere Welt und bauen unser Lager weiter. So, da sind wir wieder. Und ich habe mir gerade überlegt, wir werden dieses ganze System jetzt für 8 Items einmal aufbauen. So, das heißt, da ich ein bisschen faul bin und das nicht alles jetzt nochmal hier aufbauen will, werde ich das jetzt gleich nochmal einfach kopieren. Aber vorher werden wir uns hier die ganze Geschichte noch einmal zusätzlich aufbauen. Dafür müssen wir hier jetzt 2 Blöcke hoch. Und jetzt muss ich kurz überlegen, da der Filter jetzt hier sitzt und der nächste kommt dann hierhin, müssen wir mit unserer Geschichte hier rüber gehen. So. Das ist quasi hier dieser Teil, dieser Block. Der sitzt auf derselben Höhe, wie wir sehen. Und ich muss das um 1 versetzen, da wir nachher ein Lager haben, das, wo jeder Block ein Item ist, also jede Blockbreite haben wir ein Item. Ein sehr enges Lager, damit wir auch möglichst viele Items auf wenig Raum einlagern können. So, das heißt, auf dieser Höhe haben wir dann nachher den nächsten und werden jetzt von hier aus einmal weiterbauen. Das ist dieser Block, das heißt, wir gehen jetzt hier einen runter und rüber. Dann kommt hier der Komparator hin. Und ich muss jetzt wieder spiegelverkehrt denken, damit das auch passt. So. Der wird aktiviert. Das hier hin. Das ist der Filter, das heißt, die Stufe kommt auf diese Seite, bin ich weg, das sollte jetzt passen. Stufe kommt dann hier auf diese Höhe, kommt die Stufe. Ich werde jetzt erstmal hier das Redstone entfernen, beziehungsweise einfach mal hier reinschmeißen. Aber auch noch ein bisschen Platz. Den habe ich. Der ist schon voll. So, dann kommt hier die Stufe wieder hin. Können wir hier schon das Redstone verlegen, beziehungsweise weg. Dann muss hier noch ein Block drauf. Hier kommt ein Block hin. Bauen wir uns hier die Geschichte hin, das heißt, wir brauchen die Aktivierungsschiene. Hier geht's hoch. Hier haben wir jetzt die Power Rail. Dann haben wir hier den Block mit dem Trichter. Das hier rüsten wir um auf Glowstone. Und hier haben wir dann unseren Itemfilter mit der Weichenstellung hier vor. So, kann weg hier, nachkommen. So. So, hier richten wir unseren Filter wieder ein.
Muss ich kurz nachdenken, dass ich jetzt hier... Ich fange schon wieder an, verkehrt herum zu denken. Merkt ihr es? Schlimm, wenn man es die ganze Zeit auf eine Seite baut und dann muss man auf die andere Seite überspringen. So. Irgendwie habe ich hier doch... Das ist noch korrekt. Das hier stimmt nicht. So. Müssen wir doch hier hin. So, und dann muss der Filter hier hin. So nähern wir uns doch der ganzen Geschichte jetzt schon an. Und irgendwie fehlt mir hier jetzt trotzdem noch was. Ich glaube, ich habe mich um eins verbaut. Das korrigieren wir noch kurz. Wir brauchen noch ein bisschen mehr hier. So, jetzt passt es. Hier müssen nämlich die Aktivierungsschienen hin. Und hier kommt die Power Trail. Und hier kommt die Power Trail. Jetzt hier nur ein Block, dass die Weiche sich auch ausrichtet. So, die Weichenschiene kurz holen. Dann kommt hier natürlich das hier weg. So, dann werden wir kurz mal die Trichterstraße hier einrichten. Und ich mache das jetzt wieder in diese Richtung. So, dann haben wir jetzt hier den Filter. Hier den Verstärker. Und ich bin schon wieder verkehrt, natürlich. So, am besten wir gucken uns hier vorne das ab. Ich muss hier echt aufpassen, das ist ja schlimm, Mensch. Als baue ich in die falsche Richtung. So, hier war nämlich die Weiche, das war schon richtig, aber hier muss... Dann der Filter hin, der soll ja vor der Einfahrt das sich holen. Ihr müsst halt aufpassen, in welche Richtung ihr baut. Ich hatte es jetzt beim letzten Mal, war die Fahrtrichtung quasi in diese Richtung und hatte das auch auf die linke Seite jetzt von uns aus betrachtet links hingebaut. Beziehungsweise beim letzten Mal hatte ich in Fahrtrichtung die ganze Geschichte rechts gebaut. Und deswegen muss ich jetzt hier das alles ein bisschen umdenken, dass das auch alles richtig funktioniert. So, jetzt haben wir es uns auch richtig eingerichtet. Hier kommt jetzt noch die Fackel hin und dann kommt jetzt Redstone. So, dann bauen wir uns erstmal den Filter fertig, dass der auch richtig anständig funktioniert. So, ihr müsst das ja nur einmal richtig bauen und dann könnt ihr das ja entsprechend kopieren. So, wobei beim Kopiervorgang wird dieser Teil hier sich diese Aktivierungsschiene immer flach legen. Die muss man dann nochmal nachkorrigieren. Das zeige ich euch aber auch gleich. Wir wollen es ja eh für 8 Items uns einrichten. So, ich werde mich mal auf diese Seite stellen. Beziehungsweise, na, hier ist schon gut. So, dort haben wir den. In Fahrtrichtung haben wir diese Richtung. Das heißt, hier kommt jetzt noch mal ein Redstone drauf. Und hier noch mal unsere 3 Blöcke. Fackel. Die Geschichte. So sieht das eigentlich schon ganz gut aus. Jetzt werden wir hier noch die Trichter einrichten, einmal auf die Fackel mit Shift gedrückt halten, den Trichter in diese Richtung. Brauchen wir noch den Zaun ganz kurz. So. Und dann geht der Trichter einmal hier nach vorne. Und dann könnt ihr das hier auch zum Beispiel einfach nach oben führen. Weil von hier aus holen wir uns ja nachher die Items. So, jetzt kommen hier nochmal die
Nochmal blocken. Verstärker Stufe 1, Verstärker Stufe 3. Dann setzen wir uns hier nochmal zwei Blöcke hin für unseren für unser Startsignal. PowerTrail. Das ist nämlich nachher unsere Einfahrt. So, dann müssen wir das Signal noch hier hochführen. Einmal Redstone legen. Und dann haben wir es eigentlich auch schon soweit. Einmal nochmal kurz überprüfen. Sieht eigentlich alles soweit gut aus. Werde ich das ganze System noch einmal leeren. So, das hat nämlich folgenden Hintergrund. Ich möchte jetzt gleich das alles nicht mitkopieren. Sonst sieht die ganze Geschichte nicht so schön aus. So. Natürlich muss ich hier unten das auch einmal leer machen. Der Trichter ist schon leer. Interessant. Habe ich wahrscheinlich gerade schon gemacht. So, und dann hier hatten wir nichts. Hier ist alles leer gelaufen. Auch leer gelaufen. Und hier haben wir noch ein bisschen was. So, und dann sollte hier der erste Teil soweit fertig sein. So, wir haben gesagt, wir richten uns das für 8 Items ein. Gucken wir einmal, von wo es am klügsten ist, die ganze Geschichte zu kopieren. Zumal ich noch nicht weiß, wo hier Nord, Süd, Ost und West ist. Das heißt, im Normalfall diese Richtung, dort wird kopiert. Das heißt, dort, wenn ich mich so hinstelle, ich muss das einmal kurz ausprobieren. So, wenn ihr euch nicht sicher seid, wie ihr bei einem Kopiervorgang, wie ihr dort arbeitet, baut euch einfach hier so ein Dreieck und sagt dann von hier oben bis zu diesem Block hier unten zum Beispiel. Das will ich jetzt klonen. So, und dann will ich das jetzt hier einfügen. Und dann sehen wir, die ganze Geschichte kopiert sich genau so. So, das ist natürlich etwas ärgerlich für uns, da das quasi jetzt gegen die Fahrtrichtung ist, das ist aber auch nicht weiter schlimm. Das richten wir uns schon ein. So, das heißt, wir müssen einmal von hier. So, wieso bist du? Achso, ich habe das Signal abgeschnitten. Okay. Von hier. Die können dann weg. Das sind nur Hilfsblöcke. Entschuldigung. Bis hier unten den Grasblock nehmen wir mit. Einmal hier die ganze Geschichte kopieren. So. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir hier die richtige Position finden. Das sollte jetzt, hier haben wir angefangen und diesen Strang und dieser Teil hier. Den ersetzen wir jetzt mit, weil die ja versetzt sind. Und wir haben gesagt, hier dieser Grasblock. Dann wollen wir das einmal versuchen. Das sieht auch gut aus. Wir sehen hier unten, wir haben hier die 71, hier die 89, 63, 60, 61 und hier haben wir die 63. Das sind die Koordinaten, die wir uns merken jetzt. Gucken wir uns an. Es hat jetzt nicht so funktioniert. Wir sehen, ich habe jetzt schlecht kopiert. Wir haben uns um einen Block vertan.
Das heißt, wir müssen hier auf die 62 wahrscheinlich gehen. Gucken uns das mal an. Und jetzt sehen wir, es passt. Und jetzt können wir hier um zwei Blöcke weitergehen auf die 64. Und dann passt das auch. Und jetzt haben wir uns die ganze Geschichte für 8 Items eingerichtet. Nein, für 7 im Moment. Das heißt, wir werden uns noch einmal das hier einfügen. Und jetzt brauchen wir die 66. Zwei Blöcke. So, jetzt geben wir hier einmal kurz ein Signal drauf. Wir sehen, die eine Weiche hat sich hier falsch gestellt. Dafür setze ich hier einfach mal ein Signal drauf. Damit werden alle Weichen aktiviert und die ganze Geschichte stellt sich einmal neu ein. So, hier noch einmal. So, jetzt stimmen diese Weichen alle. Hier die Weichen stimmen auch. Und dieser letzte Trichter, der wird jetzt nicht aktiviert sein gleich. Das ist ganz wichtig, dass man das weiß. So, das heißt, unsere Lore wird jetzt nachher hier reinfahren und von hier aus dann hier rüber erstmal und dann einmal durch das ganze System hier wieder zurückfahren. Werden wir am besten hier einmal regeln. Und von hier aus dann wieder neu ins System einfahren. Schauen wir mal, dass wir das hier schön runterkriegen. Vielleicht noch ein bisschen hier rüber gehen. So. Also, mein Kart fährt hier rein, sucht sich aus oder nicht, je nachdem, wie weit er ist. Muss jetzt noch eine Fackel hin. So, dann brauchen wir noch die Schienen hier ran. Setze ich jetzt mal, der hat genug Schwung, um da rumzukommen. Hier, hier und die müssen wir aber überpowern. Hochrollen geht so schlecht. So, und das heißt, dass mein Kart fährt jetzt im Moment hier rein und kommt am Ende auf dieser Seite hier raus. So. Wir sehen jetzt auch das kleine Kopierproblem, was ich vorhin angesprochen habe. Das werden wir jetzt auch noch mal kurz lösen. Dafür schnappen wir uns hier mit der mittleren Mausrad eine Aktivierungsschiene, eine Fackel, ein Block und das gefällt mir aber hier nicht. Möchte gerne hierhin haben, den Block, die Fackel und hier noch ein Redstone. Dann zerstören wir hier diesen Block einmal kurz, setzen die Aktivierungsschiene, damit die Schiene wieder schräg ist. Fackel, Redstone und die Sache ist korrigiert. Das ist leider ein bisschen nervig. Ich weiß auch nicht, ob das vielleicht mit einem Structure Block nicht der Fall ist, wenn man das damit kopiert. Aber ich fürchte schon, weil die Schiene wird sich eine Anbindung suchen. Also das heißt, wenn ihr das Lager einrichtet, kopiert euch nicht so viele Sachen auf einmal, da ihr das alles im Nachgang nochmal korrigieren müsst. Also umso größer euer Lager ist, umso schwieriger wird das. Aber ihr habt nachher dann natürlich ein schönes Lagersystem mit unterschiedlichen Ausgabenmöglichkeiten. Das darf man halt auch nicht vergessen, nicht? So, Fackel, Redstone, gleich noch hier. So, und dann noch, ach, ist ja lustig, okay. So. So, alle Schienen sind ausgerichtet. Jetzt werden wir einfach mal ein Minecart durchschicken und uns oben mal den Delay angucken.
Einfache Lore. Und wir sehen, er fährt durch. Und jetzt schauen wir hier einmal. Und wenn das Minecart durch ist, ein 3er Delay reicht, wie wir sehen. So, damit haben wir jetzt schon mal das IMS-System fertig. Jetzt muss es nur noch eingerichtet werden mit den unterschiedlichen Items. Das werden wir aber dann später machen, wenn das Lager steht. So, das ist jetzt das modifizierte IMS von The Jewelcraft. Kompakt. Und ja, bis auf ein paar Schwierigkeiten mit den Aktivierungsschienen, aber eigentlich schön sauber. So, in der nächsten Folge werden wir uns jetzt um unsere Einzel-Item-Ausgabe kümmern, die dann hier drüber kommt. So, bis dann!